Moin und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Scamp. Ja Leute, wie ihr ja höchstwahrscheinlich vorausgesagt habt, wie ihr es auch schon in den Kommentaren mitgeteilt habt, das mit dem Fluss war nichts. Also nicht hier, hat halt zwei Gründe, hab ich auch überhaupt nicht bedacht. Der Fluss hat ja eigentlich immer eine Strömung, das heißt, es geht dann ja nur in eine Richtung. Und natürlich, wie ich es auch vermutet habe, kommen wir nicht unter der Brücke durch. Ah, ihr seht es da, ne? Oha. Oh, das war aber eben ein guter Schlag. Ja, also das Floß glitscht wie verrückt. Das sieht gar nicht gut aus. So, jetzt mal ganz ruhig. Darfst hier nicht die Zombies vergessen, ne? Also, ihr seht, es glitscht hier durch die Brücke. Als ich hier aufgehört habe, hing der Mast hier dran. Das ist jetzt hier dem, keine Ahnung, geschuldet. Also, ich finde es sehr schön. Vielleicht baue ich es nochmal unten am Strand auf, dass ich, wenn ich Zeit habe, mal offline schnell nochmal eins baue oder so. Oder... ich meine, wir haben eins gebaut, das ist jetzt doof. Aber wir haben es gesehen, es hat auch schön Lagerplatz, so ist das nicht. Wie gesagt, bloß leider die Strömung nach unten habe ich vergessen. Ich habe aber auch noch mal was getestet wegen dem Paddle. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mal so richtig ran, ne? Kann das sein? Und zwar habe ich mir, ich sag das mal ganz ehrlich frei heraus, mir dieses kleine Floß ein bisschen Schiss hier runter zu gehen, gespawnt. Also, na, da. So, also da. Moment. So. Na, also, wenn wir mal hier auf Fahren gehen, ne, braucht ihr halt das, hier das Paddel. Und dann könnt ihr halt paddeln, was natürlich bergströmungstechnisch auch schwierig ist, wie ihr seht. Also hier ist schon echt eine massive Mega-Strömung. So, schaffe ich das bis dahin? Komm, los, ich will wieder an Land. Ah ja, ihr seht schon, es ist schon echt schwierig hier. Ne? Gegen die Strömung ist echt eine Ansage. Also da sieht... ich sehe nichts. Scheiße, Leute, das klappt nicht. Wo ist denn hier vorne? Da. Das war jetzt so nicht geplant hier. Los! Versuche mal wieder hier in die Ecke zu kommen, dass ich hier wieder aussteigen kann. So. Ja. Ja. Okay. So. Ja, wollte ich euch nur einmal zeigen. Das ist dann der Lagerplatz. Da kriegen wir ein Paddel rein. So, ich benutze das natürlich nicht. Weil, wie gesagt, ich habe es mir selber nicht gebaut. Ich habe es mir hierher gespawnt und dann benutze ich es natürlich nicht, ist klar, ne? So, lass uns einmal hoch zur Kiste gehen, einmal schauen, was wir da mitnehmen können. Weil das hat hier jetzt ja nicht so richtig gefruchtet. So, Plan. Was haben wir für einen Plan? Habe ich einen Plan? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Da sind wir. Ich würde sagen, wir versuchen nochmal dieses Stadtding, zumindest hier so diesen Randbereich, und versuchen uns einfach mal zu C4 hier zu dieser Händlergeschichte durchzuschlagen. Wo war der? Der war da unten, der Händler, ne? Ja, wir werden hier auf jeden Fall versuchen hinzugehen. Ich hoffe, dass wir noch zwei Reifen bekommen. Ich hoffe, dass ich sie reinbekomme. Für unseren Leica oder für den Wolfswagen brauchen wir nur einen Reifen noch. So, der da unten hatte ja keinen, ne? War das korrekt? Vielleicht finden wir ja auch noch ein Fahrrad oder so. Das wäre natürlich ein Träumchen. Nee, der hatte so gut wie... doch!
Kiste, ne? Oh, Leute. Tja, dann müssen wir irgendwie, muss ich sehen, dass ich jetzt den Wolfswagen wiederfinde. Okay, okay. Moment. Wo hab ich unseren Wagenheber hingepackt? Jetzt sagt nicht, ich hab den hier draußen liegen. Nee, ich hab den doch bestimmt gut weggepackt. Und ich sehe den nur nicht. Leute, wo habe ich denn den Wagenheber hingepackt? Oh, jetzt sag nicht, der ist schon wieder weg. Ey. Mach mich nicht schwach. Ich hab ich den versehen? Ich hab den nicht draußen liegen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den jetzt hier... Oder hab ich den doch draußen liegen lassen? Ey, das dämpfe ich aber... Da kriege ich ja aber langsam das... Würgen! Oh, nicht jetzt. Nee, da ist er. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon. So, wir gehen hin, wir holen uns den Reifen. Dann haben wir alle vier Reifen. Ich habe den Benzinkanister. Hoffe ich, dass ich den... So. Achso, du musst erstmal das Coily-Dingsbums zur Seite packen. Dann musst du den da reinmachen. Fahrzeugwagenheber. So. Yep, das funktioniert. So, jetzt hoffe ich, dass der Wagenheber nicht verschwindet. Nein, tut er nicht. Dann können wir den auch noch mal so hindrehen. So, kurz gucken. Essen, Lebensmittel haben wir auch noch. Einmal kurz zur Kiste. Schauen, wie sieht es mit Trinken? Wir haben ja hier einen Fluss, da können wir gleich draus trinken. Haben wir hier noch irgendwas, was wir gut gebrauchen können? Okay, also jetzt so auf die Schnelle sehe ich nichts. Haben wir noch Reparaturzeug? Ja, habe ich noch. So, mal schauen. Spur reparieren. Oha. Ach, ich habe schon... Ach, ist schon alles wegrepariert, ne? Haben wir noch eine Nadel? Ich nehme auf jeden Fall da mal was von mit. Nadel habe ich auch. Crafting. Mach mal. Genau so. Okay, reparieren. Ich gehe mal ganz fest davon aus, dass wir unterwegs... Hier ist noch eine Knochennadel, dann nehmen wir die. Nämlich die mache ich gleich nochmal eine mit. Der Rest geht ja soweit, wenn ich das richtig sehe, ja. Okay, den Rest lassen wir drin. Limettenbrause. Denke ich... Brauchen wir nicht. Okay, ich lasse den Rest dann mal jetzt hier so drin. Wartet mal, wie sieht unser Baseballschläger eigentlich aus? 88%. So, okay, der ist 100%. Das sieht alles gut aus. Ein paar Pfeile haben wir auch noch. Okay, Essen, Essen, Essen sieht auch okay aus. Dann würde ich sagen, ich trinke was. Mach mal alles trinken ruhig. Ich nehme die Limettenbrause doch mit. Und
Dann werde ich mal sehen, dass ich irgendwie in Windeseile zum. Warte mal, wie sieht unsere Nahrung? Ja, dann esse ich auch noch was, ne? So, kommt. Bauen wir uns noch was in die Figur. Wie viele haben wir? Wir haben noch 3 Stück insgesamt. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja. Na gut, ich werde, wenn jetzt ein Loot-Drop runterkommt, wäre natürlich richtig blöd, ne? Aber ich denke, ich werde vorsichtshalber, hast du jetzt schon alles gegessen? Vorsichtshalber mal was mitnehmen. Nur für den Fall der Fälle. Haarklammern, habe ich hier noch Haarklammern drin? Ja, 18 Stück, das ist okay. Habe ich hier noch Schraubendreher? Nicht mal, hier wäre noch ein Dietrich. Nur vorsichtshalber. So, nehme ich mit. Okay, jetzt muss ich natürlich nur noch unser Dings wiederfinden. Das war ja irgendwo. Oh, Scheiße. War hier irgendwo, ne? Okay, gut. Ich laufe mal los. Und sollte irgendwas dazwischen kommen, hole ich euch dazu. So, ich bin noch nicht bei unserem Auto, aber da vorne scheint eine Tankstelle zu sein. Und ich habe mir gedacht, da wir ja den Spritkanister hier haben, könnte man den ja dann vielleicht schon mal auffüllen. Wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht finden wir da ja auch ein Fahrrad oder irgendwas. Wäre natürlich super. So, mal sehen. Okay, ja, das passt ja. Ja, ich mach schon, ich mach ja schon. Es muss pinkeln. So. Schön hier bei den Gänseblümchen, die fast gerade Löwenzahn. Es kam ja auch wieder ein Hotfix, was ich gesehen habe. So, dann würde ich sagen. Ich gehe mal auf den Bogen. Ach so, warte. Ich bringe erstmal unsere Ausdauer wieder auf 100%. Reingehe ich jetzt mal nicht. Das machen wir ein andermal. Da habe ich jetzt nicht so viel Lust zu. Den Wagenheber hatten wir. Okay. Okay, so. Ja, erstmal hier in Sicherheit. Erstmal in Sicherheit. Nicht, dass ich hier doch noch wegsterbe. So. Kanister ist voll. Ist nicht viel, aber ich ist zumindest schon mal etwas. So, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich da. Wir laufen hier hin, aber hier müsste eigentlich unser Leica stehen. Ich meine, hier, da oder da ist unser. Scheiße. Nee, falsche Richtung. Unser. Wolfswagen. Ja, ich hole euch denn da wieder mit zu, ne? Ja, so Leute, ich habe eben das falsche Knöpfchen gedrückt. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo ich. Ob das mit drauf ist, ich glaube aber nicht. Ich habe dem Wolfswagen also das Rad verpasst, habe festgestellt, aber das habe ich ja schon vermutet. Da ist keine Lichtmaschine drin. Ich habe ein bisschen Sprit, alles was wir an Sprit haben, habe ich reingeknallt. Ich habe da den Kühlschrank, hier ist ja noch unsere Schubkarre und nun war ich auf dem Weg und wollte hier gucken, ob wir eine Lichtmaschine finden, ne? Weil ohne Lichtmaschine, ja, ihr seht's, keine Batterie. So, was wollte ich, ach so, genau, was wollte ich eigentlich fragen?
Irgendeiner hat in die Kommentare mal geschrieben, dass man ja auch mit, ah, guck mal hier, den habe ich, ich war gerade schon ein bisschen unterwegs, hab mal geguckt und hab den gefunden. Warte, wir können mal hier rüber gehen, dass man ja irgendwie, soll man ja auch mit Akkus, die hier mit solchen Akkus, Smartphone-Akkus, die Batterie laden können, kann ich mir nicht vorstellen. Habe ich auch mal versucht, meine ich, das Thema hatten wir auch schon, hat nicht so ganz geklappt. Und ja, keiner, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das so ist, ob das wirklich geht, ob das nicht geht. Auf jeden Fall, wir brauchen eine Lichtmaschine. Dann habe ich festgestellt, im Moment spawnen auch wieder keine Kollegen. Also unsere Freunde sind relativ ruhig. Auch hier bei der Polizeiwache, da habe ich versucht, die zu triggern, aber da passierte nichts. Ich habe nichts in den Einstellungen geändert. Weiß ja nicht, ob da nochmal irgendwas kam oder so. Ich habe keine Ahnung. Da war eine Motorradleuchte drin. Da habe ich schon mal reingeguckt. Genau, dann wollte ich hier rein. Oder ich bin hier sogar rein. Genau, hier war die Motorradleuchte. Ich schätze mal für ein Dirtbike. Aber ich lasse das jetzt erstmal liegen. Ich wollte jetzt mal sehen, dass ich hier irgendwie die Werkstätten und so und die Garagen in der Hoffnung, da ist auch noch eine Garage, eine Lichtmaschine zu finden. Aber ich finde alles, aber keine Lichtmaschine. Ein Ragerad, super. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Ich nehme das einfach mal mit. Können wir dann ja ins Auto schmeißen. Oder eine volle Batterie, dass wir schon mal ein Stückchen weiterfahren können. Das wäre natürlich auch noch gut. Darum würde ich sagen, klettern wir hier mal nochmal für den Rest der Folge hier mal rum. In der Hoffnung, vielleicht doch nochmal irgendwas zu finden. Ah gut. Garagenbatterie und so. Ich glaube, hier in den Werkstätten sieht das jetzt eher schwach aus. Oha, hier muss ich mal reparieren eben. Ja. Ist echt blöd, ey. Aber hier habe ich, glaube ich, Hut. Halt aber den Helm auf, der schützt mehr. Klebeband. Ah, natürlich nicht. Ich hatte, also, wisst ihr, das Problem ist natürlich ja immer, das kennt ihr ja mit Sicherheit auch. Ratzi-fatzi. Ja, wenn man nachher alles hat. Denn gefühlt bei jeder Kiste. Bei jeder Kiste findet ihr genau das, was ihr die ganze Zeit gesucht habt. So, ist da auch noch eine Garage? Oh, da ist noch ein Leica. Den gucken wir uns nochmal an. Okay, kein Motor. Da ist noch ein Leica-Rad. Ah, jetzt habe ich den... Ja, jetzt habe ich den unten, ne? Aber den holen wir uns. Das Rad holen wir uns. Wir brauchen noch zwei Stück. Zwei Räder. Oh, der hat mich erwischt. Blutet ein bisschen. Ja, ist aber noch okay. So. Also das Leica-Rad hole ich mir auf jeden Fall noch. Weil wie gesagt, den Leica will ich auf jeden Fall haben.
Was ist das? Leikatür. Ach komm, Spiel. Nicht so rumzicken. Das ist, jetzt findet man alles. Ne? Ich kann nicht mal alles mitnehmen. Das ist ja das Problem. Scheißdreck. Blöder. Mistiger. Waren wir schon in der Garage da? Ich weiß es nicht mehr. Guck erst einmal hier durch. Ah, das ist ja eigentlich dieses Scheunending, ne? Da brauchst du eigentlich nicht reingucken. Da findest du keine Sachen. Na, ich, wenn überhaupt denn. Ich glaube, Autos ja auch nicht, ne? Ja, ich kann mal den Werkzeugkasten nochmal mitnehmen. Der kann nicht so verkehrt sein. Eine Bleiplatte. Ja, gut, die sollten wir auch schon mal sammeln. Die brauchen wir sowieso für. Da war jetzt noch die Dings. Nicht da drin gewesen, da bin ich drin gewesen. Ja, aber ja, ist schon doof. Aber nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Was soll ich machen? Wir können ja mal hier in den Laden gehen. Da habe ich auch schon mal was gefunden, aber in der Regel. Das Mayo, das brauche ich nicht. Was liegt hier noch? Magazin nehmen wir mit, natürlich. Ja, weiß nicht, ob ich die Polizeiwache, wollen wir die Polizeiwache nochmal? Es bringt mir nur nichts, weil ich. Das heißt, es bringt nichts. Mal. Mal trinken. Natürlich bringt uns die Polizeistation was. Mal gucken, vielleicht machen wir sie noch, bevor wir hier rausgehen. Ich kann ja das meiste in der Schubkarre oder im Wolfswagen lassen. Das ist ja nicht das Problem. Hier ist die Pharmazie. Da gehe ich jetzt noch nicht rein. Also auf jeden Fall das Leica-Rad. Ja, genau. Ganz genau. Die Krüger, okay. Komm, Spiel zum Abschluss. Hier gibt es noch ein lecker Äpfelchen normalerweise. Das ist noch eine Werkstatt, aber da habe ich auch noch nie eine Lichtmaschine drin gefunden eigentlich. Das ist ja auch keine Kettensäge. Oh, scheiße. Das Spiel will mich, glaube ich, trollen. So wie, guck mal, nur feine Sachen. Nur für dich feine Sachen. Ah, die müsste man dann reparieren, ne? Hast du die Keule? Und ihr seht, wie ruhig, ne? Wir hatten es hier aber auch schon mal schlimmer. Weitaus schlimmer. Gibt's doch gar nicht. Doch bei Roller. Du, ja. Also wie gesagt, hier ist zwar ein wunderhübsches. Was war das denn? Vehikelum, aber ihr seht ja, da ist nichts drin. Gar nichts ist da drin.
Hier habe ich schon mal reingeguckt, das war wo, ne? Und da war, glaube ich, noch ein Spritkanister irgendwo. Nee, du musst drücken. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Tja, meine Lieben, dann müssen wir dann wohl weiterziehen. Ha. Aha, ha. Aber wisst ihr was? Wir gehen rein, wir machen die Polizeistation. Wir haben so viel nicht Action gehabt die letzte Zeit. Würde ich sagen, wir probieren mal die Polizeistation. Ich pack jetzt hier nur mal die Sachen weg. Was bräuchte ich eigentlich für eine Kiste? Wenn ich eine große... Kochen, Gesundheit... Nee, Crafting war schon richtig. Stützpunkt. Metalltruhe. Ja. Das müsste man mal schauen. Nein. Also, passt auf. Inventar. So. Bla 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 bla. Schmeißt erstmal einen hier rein. So. Was haben wir? Haben wir hier irgendwas? Jetzt habe ich hier nichts mehr oder was? Keine Nägel, kein gar nichts, nur den ganzen guten Shit oder was? Oh, guck mal hier. Auch hier sind noch Platten. Die habe ich gesucht. Jetzt fehlen Nägel. Nein, nee, 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 nein, stopp. Nein. Halt. Ich schieb dich doch nicht. Bist du des Wahnsinns? Drei Nägel reicht ja auch noch nicht. Bisschen Schrott. So, passt auf. Passt mal auf. Ah, hier war Werkzeugkasten, genau. Aber da reicht noch nicht. Dann nehmen wir die Milch, die haue ich hier rein. Die Bolzen, das Magazin, die Perlatte. Nee, die konnte man ja nicht miteinander vereinen. Die Sachen bleiben. Die Krüger haue ich hier mal rein. Das bleibt. Ich habe davon noch und ich habe Munition. Das kann raus. Ah, na, nee, Papier brauchte ich auch nachher für Munition, ne? Ich schmeiß das jetzt hier erstmal ganz stumpf hier rein. So. Zack, zack, zack. Dann ess doch noch mal was. Dann müssen wir nämlich jetzt auch bald los. Das sagt die Zeit. Ah, ich würde sagen, Polizeistation machen wir das nächste Mal. Ich möchte das jetzt nicht reinpressen. Gut, unser Wolfswagen, wie gesagt, ist da. Jetzt brauchen wir nur noch eine Lichtmaschine. Der Reifen am Leica verschwindet ja nicht, der bleibt ja. Der ist da ja fest dran. Wir finden nicht mal eine volle Batterie, ne? Dass man sagen könnte, okay, wir fahren einfach mal ein Stück weiter. Ich könnte natürlich hier nachher noch hinrennen wieder. Oh, wieder laufen. Hier oben war die Burg, genau. Hier ist auch alles sehr stumpf, ey. Ah, das ist voll zum Erbrechen. Aber gut, wie schauen wir. Wie gesagt, ein Leica-Rad nehme ich mit. Dann müssen wir los. Kann ja, nützt ja nichts. Nützt ja nichts. So, gegessen habe ich. Voll sind wir auch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen. Und dann machen wir die Polizeistation. Polizeistation und machen uns dann auf den Weg. Für unseren Vogel. Ich weiß nicht, schieben ist doch Hölle, oder? Schieben ist doch Hölle, oder, Leute?
Stopp mal. Naja, vielleicht bin ich auch größenwahnsinnig und schieb das Ding von Dorf zu Dorf. Guck mal, wenn es bergab geht, kann man ja immer mal fahren. Also das funktioniert schon. Ich glaube, ich schieb's. Ich lasse das nicht hier zurück. Von Dorf zu Dorf. Ich würde sagen, dann schiebe ich das nachher hier runter. Aber dann hole ich natürlich erstmal das Leica-Rad, dass wir das mit haben. Das machen wir. Und ich baue, und wir bauen die Kiste auf. Genau. Wir bauen die Kiste auf. Warte mal, ich schieb den nochmal zum Abschluss, schieben wir den nochmal zurück. Und dann nehme ich das Ding und schieb das durch die Gegend. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es ist nicht so schlimm wie die Schubkarre. Zumindest klappert es nicht so. So, gut, machen wir so. Also, Kiste, Leica-Rad, Vehikelum durch die Gegend schieben, bis wir entweder eine Batterie haben, die voll ist, oder endlich eine Lichtmaschine kriegen. Also Leute, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, schreibt mal bitte in die Kommentare, kann man mit einem Handy-Akku Batterien laden und wenn, wie? Das würde mich mal interessieren. Weil Kabel und so haben wir. Also Leute, macht's gut, euer Maru. Ciao.